Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu etwas Spookigem, auch wenn Halloween eigentlich vorbei ist, aber hey, es ist erst vor kurzem hochgeladen worden, also warum nicht? Ja, Creeps the Game von Alblali. Er hat auf Twitter gepostet, dass wir alle so ein Display machen sollen, ne, wer so Interesse hat. Also ich denke, das ist auch als Joke gemeint, aber hey, manchmal nimmt man auch Jokes zu ernst und dann entsteht dieses Video hier. Eventuell, wer weiß, weil ich muss auch sagen, ich hatte letztens leider ein paar Probleme, also ich habe es eben schon versucht aufzunehmen, aber irgendwas ist mit der, entweder liegt es wirklich an meinem Internet, entweder ist gerade irgendwas mit meinem Internet kaputt oder es liegt daran, dass YouTube und sich und so eine Aufnahme sich nicht vertragen. Deswegen könnte sein, dass es ab und an mal vielleicht nochmal nachladen muss, das Video. Aber ansonsten bin ich hier mit meiner kleinen Katze, die wird mir Gesellschaft leisten, ne? Du bist ja auch dicht hier, weil du mich die ganze Zeit nerven wolltest, wo ich eigentlich ohne dich aufnehmen wollte. Was? Nein, ich meine, aber naja, wir haben jetzt meine Katze noch hier. Und hoffentlich wird sie jetzt nicht irgendwann mal mittendrin sagen, miau, lass mich raus. Und dann würde ich sagen, können wir einfach mal starten. Also, ne, ich weiß. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das in dieser Aufnahme gesagt habe oder dann davor. Aber ja, ey. Du guter Mann, du Alblali, ne, wenn du nicht willst, dass ich das hier hochlade, dann okay, dann lösche ich das. Aber bis dahin hast du Pech gehabt, weil du hast es selbst darauf beschworen. Jetzt würde mich mal interessieren, was ihr von der Story haltet. Schreibt unten rein. Und gebt einen Daumen nach hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Okay, das war's. Wir haben abgedreht. Nice. Alter, ich glaube, das wird ein mega starkes Video. Ich weiß nicht. Also ich fand's eigentlich ganz gut. Ich denke, das wird ein gutes Video. Als ob du irgendwas mitbekommen hast. Du bist eh die ganze Zeit am Handy. Nee, aber ohne Witz, hier, steh mal kurz auf. Ich muss dich beiden was sagen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird und ihr wisst, ich habe das nicht so mit emotionalen Reden. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass wir so ein Mega-Team geworden sind und ja, ihr seid einfach meine besten Freunde. Anders kann ich das nicht sagen. Okay, übrigens, ich möchte da mal, also ich weiß nicht, ob ich das eben auch schon gesagt habe. Mann, mein Kurzzeitgedächtnis ist echt super, aber ne, das ist so ein kleines. Einerseits ist es ein kleines Reaktionsvideo, wobei ich sagen muss, oh, ich grauenhafter Mensch, ich mache Reaktionsvideos, wie kann ich nur? Aber ja, ich mache mal irgendwie da oben links oder oben rechts oder unten links, mache ich da wahrscheinlich so ein kleines Fensterchen, wo ich dann irgendwelche blöden MS Paint Zeichnungen reinmache für meine Reaktion, weil ich keine Webcam habe. Und vielleicht, ich will nicht sagen, dass ich professioneller bin, aber ich werde auch vielleicht nachher ein bisschen sowas sagen, ne, und damit es nicht nur ein, hey, hier ist das Video, im Prinzip kopiert, und jetzt rede ich ein bisschen darüber. Also, ich mache wirklich so eine kleine Analyse auch vielleicht, wenn es ein paar Sachen geben wird. Also meistens so Kritikanalysen, wenn man es so nennen will oder so. Zum Beispiel vom Schauspielern oder von der ganzen Story, was auch immer jetzt auf uns zukommen wird. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich weiter gesehen. Aber hey, lass uns mal einfach weitermachen. Hey, voll süß. Komm, Bücherclub Umarmung. Ah. Ja, wirft meine Kette runter. Jo, dann bis morgen, ne, Vic? Bis morgen. Jo, bis morgen. Ciao. Ich glaube, ich gehe auch bald schlafen. Was? Ich dachte, die wohnen bei ihm. Alles klar, dann wollen wir mal. Ich bin müde. Ich bin so scheiße müde. Ich bin... Okay, das war ein guter Comedy-Effekt, muss ich schon sagen. Aber komm schon, es ist... Man sieht es im Hintergrund, es ist Tageslicht. Wobei, stimmt, das ist eigentlich ja der YouTube-Style, dass man irgendwie bis 5 Uhr morgens aufbleibt und dann irgendwann mal mitten im Tag merkt man dann, oh scheiße, ich habe jetzt seit 20 Stunden nicht mehr geschlafen. Ist mir so schwindelig. Irgendwie ist mir scheiße kalt. Okay, ich muss sagen, das ist gutes Editing. Warte mal, ist das Nier? Hoffentlich kommen keine Jumpscares. Ich hasse Jumpscares. Sie kennt mich. Ich hasse Jumpscares. Wenn jetzt ein Jumpscare kommt. Nia? Hey, Nia. Was zur Hölle? Bitte sei kein Jumpscare. Ich trau mich gar nicht zu berühren.
Warum sollten wir ihn auch berühren? Ignorieren wir ihn einfach. Wobei, vielleicht ist da... Oh Mann, ich... Wobei, okay, hier ist es nicht so schlimm, aber es ist... Es ist schon schade, wenn da steht, wie lang das Video sein wird. Das, was man anklicken wird. Denn... Wie schon gesagt, hier ist es nicht so schlimm, weil hier sind es gerade mal 3 Sekunden, aber... Jetzt stellt euch mal vor, das eine ist einfach nur ein Game-Over-Ding, dann ist das irgendwie, keine Ahnung, halt, ja, zum Beispiel 30 Sekunden lang und das andere, da geht dann die Story wirklich weiter und das geht dann irgendwie 2 Minuten. Dann, also wahrscheinlich haben die das auch schon so berücksichtigt, aber ja, das ist schwer. Man kann es eigentlich nicht wissen. Also ich denke mal, nee, das ist weird, so jemanden anzutatschen. Dieses Gesicht ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, das sieht nicht so an, als... Wenn irgendwas Gutes da mal rauskommt, wenn man es anfassen würde. Deswegen ignorieren wir es einfach und hoffen, dass es nicht so ist, dass wenn wir es ignorieren, dass es auf einmal auf uns zugesprungen kommt. Deswegen klicken wir einfach mal ignorieren. Und direkt auf Vollbild. Ich sollte hier verschwinden. Hab ich hier vielleicht... Ah! Geil. Ein Messer kommt aus dem Nichts. Werbung, geh weg! Warte mal, hier? Wo zum Teufel ist... Oh nein. Okay, das muss ein Traum sein. Ich muss schleunigst aufwachen. Warte mal, ich könnte mich ins Bett legen und dann... Oder ich verlasse meine Wohnung. Okay, wie würde ich am ehesten aufwachen? Wenn ich mich ins Bett lege? Oder wenn ich meine Wohnung verlasse? Naja, wenn ich mit der Lore von Iblali, wenn ich mich da richtig auskenne, wohnt er in Köln. Und ich weiß nicht, wie Köln bei Nacht ist. Ich war schon mal bei Nacht einmal in Köln. Also ich vermute mal, es ist Nacht. Ich war da schon mal, weil ich ein Theater besucht habe und es ist nicht gerade das Angenehmste für, also ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur da wo ich das wo gerade war, aber Köln bei Nacht, würde ich mich nicht raustrauen. Andererseits geht das Video 1 Minute und 40 Sekunden und das andere 34 Sekunden. Also müssen wir wohl wahrscheinlich rausgehen. Nichts wie raus hier. Na, fuck, nein, ah! So, sorry, das ist das Problem mit Camtasia. Ich weiß nicht wieso, aber meine Tastenleiste ist unten immer. Das sieht man jetzt gerade nicht. Und das kann ich jetzt auch gerade nicht wegmachen. Oh well! Nichts wie raus hier. Ich muss schleunigst raus hier. Jetzt muss ich meinen Mauszeiger reinmachen. Es ist ein bisschen Cheating. Ich weiß, wahrscheinlich wird das, was wir gemacht haben, wahrscheinlich richtig sein, aber. Ich weiß nicht. Das ist so eine Sache, das ist jetzt so als kleine Kritik allgemein zu solchen Sachen, das ist so ein bisschen Trial and Error. Ich könnte mir keine logischen Zusammenhänge raussuchen, was irgendwie Sinn macht, entweder rauszugehen oder zurück ins Bett zu gehen, weil einerseits, ne, der steht da rum und da ist ein fliegendes Messer im Haus. Also, weiß ich nicht. Das ist für mich genauso unlogisch, weil man könnte aber rausgehen, wenn man rausgeht, dann keine Ahnung, steht die Welt in Flammen und Dämonen sind gerade aus dem Himmel gekommen und wollen ihn zerfleischen und essen. Also weiß ich nicht, was schlimmer ist. Okay, jetzt bin ich mir echt... Du Scheiße. Ah, Werbung geht weg. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, erstmal davor. Wie kommt er... Okay, warte mal, wahrscheinlich ist es... Ich hinterfrage es mal einfach nicht. Wahrscheinlich ist es einfach nur Teil der Story. Und sorry, wenn ich gerade an solchen harten Punkten, dass ich da einfach so einen Cut mache. Aber, ne. Ich finde es schon komisch, dass er plötzlich draußen ist. Ich weiß nicht, ob es irgendein Cut sein soll, ein Zeitsprung oder einfach nur dieses weirde Weird-Sein. Einfach nur, wer weiß. Victor, wach auf! Wach auf! Wach auf! Aufwachen. Wir wollen noch drehen. Hey, aufstehen. Schon viel zu lange gepennt. Aha, es war also ein Traum. Das heißt, egal was wir gemacht hätten. Scheiß drauf, ist doch nichts passiert. Bin ich hier eingeschlafen? Ja, dann mach dich fertig und dann lass uns endlich anfangen. Mit welcher Szene fangen wir an? Für die nächste Szene brauchen wir ein Messer. Oh, shit. Okay, oh nein, warte, ich muss noch mal kurz zurück. Yep, dieses Gesicht sieht auch nicht so aus, als würde ich es anfassen wollen. Das sieht auch so ein bisschen aus wie, ich werde dich im Schlaf umbringen.
Und rate mal, wer es gestern eigentlich auch schon versucht hat. Oder in der Nacht. Wer weiß, ob es gestern in Anführungszeichen war. Wobei es ist Winter, es wird schnell dunkel. Es könnte auch gestern gewesen sein. Ich habe nur mein Handy fallen lassen. Was für eine Szene kommt jetzt nochmal? Wir brauchen die gesagten Messer. Hast du vielleicht noch ein saures Messer in der Küche? Ja, klar, bestimmt. Das erklärt also das fliegende Messer. Also es ist einfach nur irgendwie ganz merkwürdig gegen die Tischkante geknallt und dann ist das Messer runtergeflogen. Und ich dachte schon, Messer können fliegen in seinem Haus. Was zum Verfickten? Jovik? Ah, dieses Mal allerdings hat er das Messer aufgehoben. Es ist also nicht so wie in seinem Traum, was eigentlich konsequent gewesen wäre. Also, da muss ich echt sagen, da bin ich echt enttäuscht. Nee, aber so ist okay. Alles okay? Ja. Wo ist eigentlich Nia? Hier bin ich doch. Okay, dann fangen wir mal an. Mit welcher Szene fangen wir an? Draußen oder drin? Dass die ihn übrigens auch nicht irgendwie suspicious finden. Das ist, also, naja, also, ich find das schon ziemlich merkwürdig, wenn auf einmal jemand ist, der total panisch ist, dann, oh Gott! Und dann, ja, was ist los? Oh, nix. Und dann denkt man sich auch so, ja, oh, dann ist wohl wirklich nichts los. Also, ich meine ja nur. Okay, drin oder draußen. Auch so ein bisschen, wobei, da ist es tatsächlich schwieriger. Es könnte draußen sein, es könnte drin sein. Ja doch, da kann ich den einzigen logischen Zusammenhang schließen. Wenn wir jetzt rausgehen, der Traum war ja nachher nicht vollkommen fertig und na gut, er ist vielleicht auch nicht der konsequenteste Traum gewesen oder die konsequenteste Prophezeiung vom nächsten Tag. Wenn man so sagt, ach Katze, habe ich euch schon erzählt, meine Katze ist bei mir. Oh Katze, du bist jetzt gerade total verschmust. Ah, nicht das Mikrofon anbeißen. Nein, Katze, was tust du da? Also, das einzige Logische, was ich mir da denken kann, ist, wenn der Traum wirklich einigermaßen konsequent ist oder diese Prophezeiung oder was auch immer das sein soll, dann wenn wir nach draußen gehen würden, würde dann jemand auf uns mit einem Messer zu, oder ihn da, besser gesagt, würde dann mit Messer stürmen. Also, lass uns lieber drinnen bleiben. Wobei wir, wenn wir drin geblieben wären, auch gestorben wären. Also weiß ich nicht. Gucken wir mal. Bleiben wir mal drin. Ja, ich würde sagen, wir, ja, keine Ahnung, fangen mit den Drin-Szenen an. Die Draußen-Szenen drehen wir morgen. Klingt gut. Lass uns anfangen. Das Wetter ist sicherlich sowieso doof. Werbung, geh weg! Oh, das Film ging heute schneller als normal. That's what he said! Oh, Leute, übrigens, ich muss euch was erzählen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber ich habe heute was richtig Komisches erlebt. Und zwar habe ich einen Traum gehabt. Und das, was im Real Life passiert, ist mir auch im Traum passiert. Zum Beispiel das... Naja, nicht ganz. Wir sind ja nachher nicht rausgegangen und wir sind, weil wir drin geblieben sind, nicht gestorben. Noch nicht. Er weiß. Hier hinterm Sofa und das Messer in der Küche und keine Ahnung, das ist voll komisch. Ja, aber das kann doch kein Zufall sein. Ja, natürlich. Was soll es denn sonst sein? Vielleicht hätte es irgendwas zu bedeuten. Bei dir hat das ja auch immer was zu bedeuten. Du glaubst ja auch an alles. Keine Ahnung, zumindest hatte ich, ja, noch nie sowas. Ja, Toni, sollen wir dann gleich los? Ja, lass abhauen. Und bis zum Wochenende weg. Yo, ciao. Ich kann nicht mehr. Und jetzt passiert alles aber von vorne. Was okay ist. Oder nicht, wer weiß. Ach guck, wir sind wieder draußen. Yo, hast du vielleicht einen Euro für mich? Das ist das, was ich meine. Köln bei Nacht ist gruselig. Nicht, dass mir das auch passiert ist, aber... Ich weiß nicht. Okay, ignorieren kann man ganz klar sehen. Das geht eine halbe... Bis jetzt hat alles, wo man verloren hätte wahrscheinlich, hätte eine halbe Minute gedauert. Bis auf das eine, das hat 45 Minuten, 40 Sekunden gedauert, aber... Ach, Katze! Ah! Also ich weiß nicht, das ist eine schwierige Sache, weil jetzt ist, es geht mir gerade nicht darum, ob ich den richtigen Weg wähle oder den falschen Weg. Es geht mir mehr darum, dass ich nicht darauf komme, wie man darauf kommen soll, was das Richtige sein sollte, weil jetzt mal angenommen, hier würde nicht stehen, wie lang das Video sein würde, was man anklicken würde. Dann würde man doch nicht wissen,
Wieso wie jetzt? Ich seh ja gar keinen Zusammenhang, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen das Problem. Das habe ich eben auch eigentlich schon gesagt. Aber jetzt eigentlich noch. Jetzt, ich weiß nicht, wenn wir ihm jetzt Geld geben würden, was würde das für einen Unterschied machen? Man könnte sogar umdrehen und sagen, wenn das so ein Penner ist oder so, ich weiß nicht, wie der darstellen soll, dann gibt man ihm Geld und dann seht ihr, boah, der hat Geld, den bringe ich jetzt um, damit ich all sein Geld kriege. Wenn man den dann ignoriert, dann ist es halt ein, okay, warte ich bis auf den nächsten. Ist eine schwere Sache, deswegen, ich finde da keinen logischen Zusammenhang. Deswegen, vielleicht wird das auch nachher nochmal erklärt, wer weiß. Ich finde sowieso ziemlich merkwürdig, dass wir jetzt auf einmal hier sind. Aber hey, geben wir mal ein bisschen Kohle. Geben wir mal die 2 Pfennig. Wir haben den Schlüssel fallen lassen. Werbung! Wenn jetzt irgendwas kommt mit... Oh nein, wo ist mein Schlüssel? Dann... Ich weiß nicht. Einerseits so das... Wahrscheinlich hatten wir dann den Schlüssel in der Tasche gehabt. Das heißt, wenn wir das Geld rausholen würden, dann wäre das der Schlüssel wahrscheinlich dann auch rausgefallen. Wenn wir aber kein Geld geben würden, dann wäre auch der Schlüssel nicht rausgefallen. Also wenn jetzt irgendwas kommt mit dem Schlüssel, käme mit dem Schlüssel, dass wir den verloren hätten, das wäre Bullshit gewesen. Und ich werde jetzt auch übrigens wahrscheinlich nicht die anderen Wege, weil das mir wahrscheinlich zu viel ist. Aber das könnt ihr selber ja machen. Da könnt ihr selber sehen, wie man auf elende Art und Weise sterben oder zumindest Game Over gehen könnte. Was war das? Nichts wie rein hier. Ich möchte übrigens sagen, dass jetzt an dieser tensen Stelle, dass meine Katze gerade von meinem Schoß gesprungen ist, also... Wenn jetzt irgendein Jumpscare kommt, dann habe ich auch keine Katze, die mich retten kann. Moment mal. Warum ist hier alles umgestellt? Bin ich etwa wieder in einem Traum? Was war das denn? Ist da jemand? Also übrigens, nur mal so. Wenn du wirklich in einem Traum wärst und dir denken würdest, ist das ein Traum? Normalerweise zumindest war es bei mir so. Dann kann man luzide träumen, dann kann man den geilsten Shit ever machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit luziden Träumen, aber ne, luzide Träumen ist schon mega geil. Und ich hoffe jede Nacht darauf, dass ich mir im Traum denke, ey, ich träume gerade oder nicht? Oder ist das ein Traum? Und wenn ich das denke, dann weiß ich auch, yo, dieser Traum hat das Potenzial, noch besser zu werden, indem ich jetzt einfach sage, hier, Kasin, ich mache jetzt irgendwas anderes Cooles. Auch bei Albträumen. Warum ist der Boden nass? Das kam aus dem Schlafzimmer. Soll ich wirklich nachschauen? Oder schaue ich mir... Naja, also... Der Boden ist nass und ich habe ein Kabel gesehen. Und ich hätte mir auch da schon denken können, nope, Badezimmer soll es nicht sein. Ich finde das mit dem Schlafzimmer ziemlich extrem, weil, ne, da ist irgendetwas, was auf ihn wartet. Also, natürlich wäre Schlafzimmer gefährlicher. Andererseits, der Boden ist nass, da ist ein Kabel, habe ich schon gesehen, nope, don't go in that shit. Das ist das Einzige, wo ich bis jetzt merken konnte, yo, das macht so Sinn. Nein, ich will wissen, was das für ein Geräusch war. Hier ist niemand. Kam es vielleicht aus dem Schrank? Erstmal Werbung geh weg. Natürlich. Oh Gott, hier ist irgendein Geräusch. Irgendein super schlimmes Geräusch. Erstmal überall nachgucken, was diese potenziell gefährliche Quelle sein könnte. Jetzt kam es aus dem Wohnzimmer. Weil es sich teleportieren kann. Toni? Was? Toni!
Was stimmt nicht mit ihm? Also ich muss sagen, es sieht zumindest ziemlich cool aus. Also das hat schon ziemlich guten Effekt. Das sind doch nur Albträume. Steiger dich da nicht so rein. Ja, du. Genau, steiger dich nicht so rein in diese Prophezeiungen, die wahrscheinlich den nächsten Tag immer hervorsagen werden. Was heißt, dass am Ende des Tages jemand auf dem Boden liegt und Hilfe braucht. Und rate mal, was dann passieren wird. Mehr erfahren Sie im nächsten Traum. Also in den nächsten 2 Minuten, weil die Folgen ziemlich kurz sind. Du hast recht. Jo Leute, warum ist hier der Boden nass? Warum liegt da Stroh rum? Oder warum liegt da Strom rum? Ich habe kein Schlagzeug, deswegen kann ich leider nicht das richtige Badezimmer machen. Aber ja, warum ist das Badezimmer nass? Warum liegt da Strom rum? Und warum passt auf einmal eine Maske auf? Toni, nein! Jetzt ist die Frage wirklich berechtigt, warum liegt da Strom rum? Ja. Ja, okay, vielen Dank. Tschüss. Ja, was ist denn jetzt? Toni wird es auf jeden Fall überleben, aber bleibt noch eine Weile im Krankenhaus. Sollen wir das Video jetzt weiter drehen, oder? Meinst du wirklich, dass es eine gute Idee wäre ohne Toni? Ich möchte übrigens mal kurz anmerken, ich bin mir da nicht sicher, don't quote me on that, aber ich meine mal gehört zu haben, dass zumindest heutzutage, dass, also ich weiß nicht, was das war, wahrscheinlich war es kein Hochstromkabel, aber solche kleineren Geräte sollten angeblich ungefährlich sein. Bei Nässe. Und ich denke, gerade bei so einem leicht nassen Boden sollte es eigentlich nicht so heftig sein. Also, don't quote me on that, aber ich meine gehört zu haben, das sei nur ein Mythos. Deswegen, wir haben Krankenhaus und gerade noch so überlebt, finde ich, ist eine bisschen Übertreibung. Schalt du. Das ist... Oh, okay. Och, Katze, hör auf mich schon zu nerven. Du kleines Katze, du. Katze, was sollen wir machen? Wollen wir weiterdrehen oder wollen wir abbrechen? Beides tatsächlich eine gute Möglichkeit. Wahrscheinlich wird beides zu einem guten Ende... nicht zu einem guten Ende vielleicht, aber... Wahrscheinlich wird beides zu irgendeinem Ende. Denn jetzt kann ich hier nicht merken, was von den beiden eher was Schlechtes ist. Ich würde... aus logischer Sicht denken, dass wenn wir abbrechen, ne, weil der hat ja nachher da Hilfe geschrien, dass wenn wir abbrechen, dass wir dann irgendwie irgendwas machen, sie zu helfen. Wenn wir weiterdrehen würden, würden wir halt das halt nicht mitbekommen und deswegen werden wir einfach mal versuchen abzubrechen und mal gucken. Naja, also ich persönlich halte es nicht für eine gute Idee. Ich meine, es wäre voll respektlos gegenüber Toni, so. Ja, du hast recht. Lassen wir es lieber sein. Oh, das wird jetzt gar keine Auswirkungen haben. Werbung! Victor. Ausstellen. Wir wollten doch noch drehen. Übrigens, keine Jumpscares so far. Also ich muss sagen, ich finde das ziemlich toll. Weil ich hasse Jumpscares. Das schafft es mich ein bisschen zu spooken ohne Jumpscares. Das finde ich toll. Also ne, da habt ihr einen super Job gemacht. Finde ich super. Wir brauchen ein Messer. Ich kann mir auch vorstellen, dass mittlerweile die Arbeitsplätze sich auch schon genervt und sich denkt, du brauchst noch mal ein Messer? Boah, weil das jetzt diesmal wirklich so aus wie, hier, dann nimm doch einfach, lass mich in Ruhe. Du nervst. Oh, Katze. Ah, Katze! Ah!
Was stimmt nicht mit dir? Ja, was stimmt nicht mit dir? Wie kannst du es nur wagen, ein Messer vom Boden aufzuheben und es noch nicht mal irgendwie, zumindest irgendwo abzustreichen, irgendwie in deiner Hose oder noch besser irgendwo zu waschen? Weißt du, dass da nicht Bakterien dran sind? Wir müssen reden. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr zwischen Realität und Traum unterscheiden kann. Vielleicht bist du einsam. Einsam? Was meinst du mit einsam? Das hat doch überhaupt nichts mit Einsamkeit zu tun. Wovon redest du? Naja, actually. Wobei, na, eigentlich tatsächlich, das hat wirklich nichts mit Einsamkeit zu tun. Aber falls ihr V-Source nicht kennt, dann mag ich euch erstmal nicht. Nee, war ein Spaß, aber ne, V-Source hat ja jetzt ein neues Ding rausgebracht. So eine neue Serie auf YouTube Red. Und davon gibt es jetzt auch die erste Folge kostenlos. Und die erste Folge habe ich mir auch angesehen. Und da war er in einer Zelle für 3 Tage, die komplett weiß war. Und da hat er erstmal nicht Traum von Realität unterscheiden können. Aber das hat dann nichts damit zu tun, dass er einsam war. Okay, vielleicht sicherlich auch schon in gewisser Weise. Katze, was machst du da? Das hat nichts damit zu tun gehabt, sondern es liegt einfach daran, was man am Tag macht. Also ich finde das eigentlich ziemlich gut gelöst, dass die Träume dann auch wirklich irgendwas mit dem Dreh zu tun haben und dass die, ne, dass da Personen vom Alltag drin vorkommen, weil das ist schon richtig. So kommen die meisten Träume zustande. Jetzt nicht, dass man nichts träumen kann, was nicht irgendwie mit Orten oder mit Personen zu tun hat, die man, ne, die man im Alltag sieht, aber ne, die meisten Träume sind oftmals halt einfach von den Sachen, die man einfach im Alltag oft hatte oder eine gewisse Zeit, einen gewissen Zeitraum oft gesehen hat. So einsam! Ich bin nicht einsam. Ich war noch nie einsam. Ich möchte übrigens sagen, dieser Fokus hier in der Mitte ist vielleicht ein bisschen schlecht gelöst, wenn man sich vor allem... Oder das ist gerade das Schöne daran. Vielleicht ist das ein bisschen der ästhetische Effekt. Wobei ich auch sagen muss, mit dem It's me, Mario, kann ich das ein bisschen schlecht ernst nehmen. Aber ich meine ja nur, der Effekt wird dann vielleicht... Vielleicht wird die Kamera ein bisschen höher oder der Effekt ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man den irgendwie höher stellen kann. Aber ich meine einfach, das sieht ein bisschen komisch aus. Was hat das überhaupt mit Einsamkeit zu tun? Hä? Antwortet mir! Macht doch, was ihr wollt. Ich gehe schlafen. Ihr könnt hierbleiben oder weggehen. Interessiert mich gar nicht. Wollt ihr mich jetzt pranken oder was? Oh, that's gotta be good. Übrigens, nein, warte, geh mal ganz kurz zurück. Alter, dieses Face. Ich muss sagen, dieses Face ist schon ziemlich geil. Bücherclub Umarmung. Ah, ja, wirf mal die Cappy runter. Wo ist denn hier? Wenn Toni nicht mehr da wäre, dann würde ich ohnehin gar nicht mehr klarkommen. Okay, ich muss sagen, das ist eine Wasserverschwendung. Das ist eine Wasserverschwendung, das einfach so volllaufen zu lassen. Ich weiß nicht, ob man nachher irgendwas damit gemacht hat, aber ja, das ist ein bisschen Wasserverschwendung. Victor? Hey, Victor! Lass mich rein, Victor! Oh, haben wir es jetzt bis zum Finale geschafft. Also ich weiß nicht, ob das jetzt das Ende ist. Vielleicht führen beide zum Ende, vielleicht haben wir gerade richtig gewählt. Wer weiß. Keine Ahnung. Wir können uns ja mal den anderen Weg ansehen, gleich nachher auch. Lass mich rein, Victor! Victor! Was machst du? Victor, hör auf! Victor, hör auf! Hey! Hey! Die beiden sind tot. Das kommt ein bisschen plötzlich. Seit Jahren schon. Okay, ich wollte eigentlich noch darauf hinaus, ist Creeps
the Game wirklich ein guter Titel dafür? Ich denke schon. Ich denke, der Titel ist okay. Jetzt, na, vielleicht kommt noch was, aber jetzt, wenn ich mir das so ein bisschen überlege, eigentlich macht das schon Sinn. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendeine Urban Legend ist oder irgendeine creepige Sache, die irgendjemand mal eingefallen ist. Wahrscheinlich nicht passiert, weil welche Creepypastas sind denn schon real, aber na, ich meine, der Titel passt dann doch gut. Ich hab so ein bisschen Bedenken gehabt, aber hey, gucken wir uns dann mal das Ende an. Ja, ein Rückfall. Nein, erst im Traum gesehen, dann in der Realität, so wie damals. Du willst ihn da wieder reinstecken? Siehst du irgendwo, dass die Therapie geholfen hat? Ja, du hast recht. Wir müssen für ihn da sein. So, meine Freunde, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dicken Respekt. Leute, wir haben uns bei diesem Projekt echt mega viel Mühe gemacht, deswegen würden wir uns mega freuen. Okay, ja, so, das, ja. Katze! Miau. Miau auch. Ja, okay, das scheint wohl das Finale gewesen sein. Okay, wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, ist das jetzt das komplette Ende? Das kommt jetzt. Ja, da kommt einfach nur das übliche. Hey, wir haben viel gearbeitet. Und ich kann mir das so vorstellen. Das ist sicherlich auch viel Arbeit gewesen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich fand, das war auch ziemlich okay. Das war ziemlich solide. Das war ziemlich gut. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber wir gucken uns mal dieses andere Ding an. Diese Sekunde. Ja, das war unter Schlafzimmer, dann am Ende auf Weiterdrehen. Gucken wir uns das an. Also ich finde, wir sollten das Video schon beenden. Ich meine, wir haben es den Zuschauern versprochen. Huch. Oh ja, okay, die Aufnahme geht noch. Ich war gerade verwirrt. Ja, wir sollten es zu Ende bringen. Ach, ja, nee, ich kann es auch nicht machen. Ich kann nicht vor der Kamera so tun, als wäre alles in Ordnung, wenn ich weiß, dass Toni im fucking Krankenhaus liegt. Was ist, wenn wir einfach ein Bücherclub-Video machen und den Leuten einfach sagen, was mit Toni passiert ist? Okay, das können wir machen. Da bin ich auf jeden Fall für. Yo, Freunde, was geht? Willkommen zu einem etwas traurigen Bücherclub-Video. Toni ist etwas passiert. Nein, keine Angst, er ist immer noch am Leben. Wenn Toni nicht mehr da wäre, dann würde ich ohnehin gar nicht mehr klarkommen. Er wird die nächste Zeit auf jeden Fall nicht mehr dabei sein. Er hatte einfach... Oh, übrigens, das ist ein bisschen Kontinuitätssache, weil ich habe gerade gemerkt, das ist eine Sache, die eben... Also ich weiß nicht, ob das was mit Kontinuität wirklich zu tun hat, vielleicht war das so gewollt, aber wir haben die Stelle ja noch nicht gesehen und die kamen dann auf einmal beim anderen und jetzt war ich da auch verwirrt. Hä, haben wir das irgendwie schon gesehen oder habe ich da irgendwas verpasst? Aber nee, das kommt hier einfach nur, was auch irgendwie Sinn macht. Also kann man debattieren. Wie gesagt, einen ziemlich krassen Unfall und ja, wir müssen gucken, wie wir weitermachen. Ja, Victor. Aufstehen. Moment mal, passiert jetzt einfach dasselbe? Wir wollten doch noch drehen. Sieht so aus, als wäre das alles dasselbe. Oh. Ja, es ist alles dasselbe. Oder? Ist das anders? Nee, das ist auch dasselbe. Ja, wirf mal die Cappy runter! Okay, wirf deine Cappy runter! Wir sind fertig, das war das Ende. Ja, das war das Finale einfach. Okay. Oder das war nicht das Finale, aber es war der andere Weg, der einfach nur. Das einfach nur die andere erste Minute war. Aber hey, ist ja auch okay. Gut, dann habe ich, glaube ich, zwischendrin alles schon gesagt. Ich fand, das war ziemlich cool. Ne, Katze? Katze fand das auch ziemlich cool. Auf jeden Fall großes Respekt, dass man mal eine Horror-Sache gemacht hat ohne Jumpscares, weil ich hasse Jumpscares. Und vielleicht wäre einer der Game-Over-Sachen vielleicht ein Jumpscare gewesen. Immer noch, das ist jetzt ein Problem mit YouTube, dass da einfach gezeigt wird, welche Sache wie lange dauert. Deswegen, meh. Aber ja, ansonsten finde ich das alles eigentlich ziemlich cool gemacht. Ja, ich fand, das war ein gutes Ding. Also, ne, wenn ihr das seht, irgendwie hier in der Bücherclub, ich denke nicht. Aber hey, habt ihr ziemlich cool gemacht. Ich fand's gut. Bis auf hier und da eine kleine Sache, aber hey, das, so kreativ zu sein, mit YouTube so ein Game zu machen. Ich denke, das ist schon ziemlich gut. Ich glaube, da kann man auch mal an den Kleinigkeiten vorbeisehen. Gut, wenn es euch gefallen hat, finde ich super. Wenn nicht, ist auch okay. Und ansonsten sehe ich euch dann das nächste Mal. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag, Leute.
Cut!